Die erste Rednerin ist am Wort Gudrun Kugler von der ÖVP. Und des humanitären Völkerrechts in der Ukraine und das ist ganz wichtig, die individuelle strafrechtliche Verantwortlichkeit. Und wir haben in unserem Antrag darüber gesprochen, dass Österreich einen Beitrag leistet zu der Arbeit, die der Internationale Strafgerichtshof in der Ukraine macht. Der Internationale Strafgerichtshof, vielleicht kennen den noch nicht alle so gut, geht zurück auf das Römerstatut im Jahr 2000 bis 2002, wurde das grundgelegt. Auf Englisch kennt man ihn unter ICC, auf Deutsch unter ISTGH, Internationaler Strafgerichtshof. Und dieser ICC stellt eine Revolution im internationalen Recht dar. Denn bis zum Römerstatut war es nicht möglich, dass internationales Recht direkt auf eine Einzelperson in einem Staat durchgreift. Das Römerstatut hat das möglich gemacht, und zwar für schwerste Verbrechen von internationaler Bedeutung. Das heißt Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, Völkermord. Nun sind weder Russland noch die Ukraine Vertragsparteien des Internationalen Strafgerichtshofs. 124 Länder sind das, die beiden sind es nicht. Aber die Ukraine hat im Jahr 2013 und 2014 die Jurisdiktion des Gerichtshofs durch Erklärung anerkannt und damit ist das Territorium der Ukraine erfasst. Auch wenn Russland selbst nicht dabei ist, gilt dann auch die Jurisdiktion des Internationalen Strafgerichtshofs für wer auch immer in diesem Land Kriegsverbrechen begeht. Interessant ist vielleicht noch dazu zu sagen, dass der Internationale Strafgerichtshof auch dann jemanden verurteilen kann, wenn diese Person im Einklang mit ihrer Rechtsordnung und auf Befehl ihrer Oberen gehandelt hat. Da stellt sich natürlich die Frage, wie kann man das begründen? Aber ich glaube, da hat das internationale Strafrecht eigentlich eine sehr spannende Antwort gefunden. Es sagt nämlich, trotz der eigenen Rechtslage und des Befehls des Oberen hätte diese Person wissen müssen, dass man Kriegsverbrechen nicht begehen darf. So. Die Frage ist aber dann, wenn jemand verurteilt werden soll, ob die Beweise gesichert sind, ob man beweisen kann, dass das, was vorgeworfen ist, auch wirklich vorgefallen ist. Und gerade da findet sich jetzt die große Frage in der Ukraine, werden Beweismittel vernichtet, können sie sichergestellt werden? Und das ist etwas, was ein neutrales Land wie Österreich, wo ein neutrales Land wie Österreich helfen kann. Wir haben 100.000 Euro bereits dem Internationalen Strafgerichtshof zur Verfügung gestellt und wir helfen mit Personal und Expertise, dass den Kriegsverbrechen, die in der Ukraine bereits geschehen sind und die gerade jetzt weiter geschehen, Beweise gesichert werden, Zeugen vernommen werden können. Wir haben in den letzten Tagen einiges dazu in den Medien bereits gelesen. Der Einsatz von Streumunition ist vor wenigen Tagen von Amnesty International dokumentiert worden. Das ist eigentlich, also ist auch völkerrechtlich verboten. Die Frage, wie es den Kriegsgefangenen geht, das Rote Kreuz darf dort nicht hin, weiß nicht, wie es den Menschen geht. Die Frage der sexuellen Gewalt und die sexuelle Gewalt als Waffe gegen Frauen und Kinder und als Element der strategischen Kriegsführung. Auch das ist durch Völkerrecht verboten. Es gibt aber sehr viele Aussagen, dass diese Dinge vorkommen und leider auch in sehr, sehr großem Ausmaß. Es hat eine Betroffene ein Wort verwendet, das sehr bezeichnend ist. Sie spricht von Intergenerationentrauma, nämlich ein Trauma, das von Generation zu Generation weitergegeben wird und spricht davon, dass es die Absicht ist, hier Generationen und nicht nur eine, sondern mehrere zu zerstören, um ein Land zu zerstören. Und man kann Infrastruktur wieder aufbauen, aber man kann das, was diesen Menschen geschieht, nicht einfach wieder ungeschehen machen. Darum ist es wichtig, dass man auch einen frauenspezifischen Zugang hat in der Art und Weise, wie wir versuchen, humanitär zu helfen. Und ich freue mich, dass im Gleichbehandlungsausschuss dazu ein Antrag vorliegt, der das auch sehr, sehr gut zusammenfasst und nächste Woche dort diskutiert wird. Österreich unterstützt die Arbeit des Internationalen Strafgerichtshofs. Dort, es sind in der Ukraine bereits 40 Expertinnen und Experten tätig.
Wir tragen das mit. Und ich möchte Sie einladen, alle diesem Antrag zuzustimmen, der das noch einmal unterstreicht und auch verstärken möchte. Und ich möchte hier nicht enden, um ein weiteres Engagement innerhalb der, für die Ukraine hervorzuheben. Und das ist die Arbeit, die von der OSZE geleistet wird. Die OSZE ist wirklich auch in dem Anliegen Frieden in Europa gegründet worden. Die OSZE als Institution, aber auch die OSZE als parlamentarische Versammlung. Und da freue ich mich besonders, dass unser Kollege Reinhold Lobatka als Sonderbeauftragter tätig ist. Vielleicht kann man durch diese vielen Teile, die, wo sich alle Länder auf unterschiedlicher Ebene und die unterschiedlichen Institutionen miteinander engagieren, zu einem schnellen Ende des Krieges und der Kriegsverbrechen kommen. Vielen Dank.